Hallo und herzlich willkommen bei Hasis Kitchen. Heute habe ich für euch super leckere, einfache Walnussbrötchen. Ohne Hefe, ohne Wartezeit, mega lecker und dazu noch sehr gesund. Da fangen wir auch gleich mit der Zubereitung an. Also die Zutaten einfach dann mischen und wir geben nochmal zu unseren trockenen Substanzen 250 Milligramm Naturjoghurt, dann 3 Esslöffel Olivenöl und mischen das Ganze nochmal, bis sich das gut gemischt hat und machen dann mit der Hand weiter, damit es dann gut durchgekneten wird und der Teig dann auch elastischer wird und lässt sich dann auch besser verarbeiten. Falls es zu sehr an den Fingern klebt, dann einfach ein wenig Mehl noch dazu geben. Das wird dann ausgeglichen. Genau, der Teig ist fertig und dann brauchen wir noch Walnüsse, also etwa 2 Handvoll Walnüsse dann zerkleinern. So ungefähr muss es dann aussehen und wir geben dann noch zu unserer Walnüsse 1 bis 2 Esslöffel Zucker. Auf unserer Arbeitsfläche geben wir Mehl und den Teig dann leicht ausrollen und dann in 6 bis 7 kleine Stücke schneiden. Dann einfach zum Kugelchen formen und wir brauchen dann noch ein wenig Milch. Der Teig wird dann in den Milch praktisch gewälzt. Damit wird der fluffiger und kriegt dann so eine schöne braune, knusprige Oberfläche. Dann einfach in den Walnusszucker dann wälzen und geben das gleich dann auf ein Backpapier. Genau, das Ganze dann ganz leicht drücken Fleisch und 100 bei 180 Grad 20 bis 25 Minuten dann backen. Also wie ihr seht, es sieht dann wirklich sehr soft aus. Von außen ist es trotzdem richtig crunchy und lecker. Und von der Vorstellung müsst ihr halt euch so vorstellen wie ein Schokobrötchen oder so ein Milchbrötchen, nur halt ein wenig gesünder, ne? Proteinreicher, die halten lange satt und man kriegt diese Heißhungerattacken nicht. Und das schmeckt warm und kalt und man kann dazu natürlich auch bestimmte Beilagen essen, was weiß ich, Butter, Marmelade, Nutella oder auch herzhaft, ne?